Guten Morgen, ich bin hier am Kramer, einer der Hausberge von Garmisch, und heute bin ich hochgekommen, Anfang März, über die Südostrinne, und das war wirklich eine sehr abwechslungsreiche Tour, viele Objektive gefahren, und schaut euch gerne mal die Impressionen an, ich habe ein paar Sachen festgehalten, also viel Spaß mit dem Video und los geht's mit dem Radl. Hier müsste jetzt der obere Quergang sein, auf den alten Steig. Jetzt geht es ja einfach immer dem Schnee nach. Hier sieht man jetzt ganz gut, dass ich auf der nördlichen Rinne bin, auf der oberen, direkt weiter südlich. Also hier vorne, man sieht es vielleicht ganz leicht noch mit dem Licht. Ist nochmal so eine Mulde, also eine Rinne, und das ist die südliche Variante. Die ist etwas schmaler laut Satellitenbild. Ich folge jetzt mal dem rechten Strom und müsste dann gleich da auf den Kramersteig rauskommen. Und bleibt es noch spannend, wie es mit den Lechten aussieht da oben. Die werden wahrscheinlich tendenziell links eher besser aussehen. Also von da komme ich jetzt her und ich suche mir jetzt einen Ausstieg irgendwo da oben. Man sieht schon über mir rechten, da ist der Kramer. Da sieht man schon den Quergang vom Normalweg über St. Martins Hütte. Ja, und je nachdem, es war eigentlich eine gute Entscheidung, nicht zu weit links zu gehen. Ich probiere es jetzt mal da, bin immer noch sau früh dran. Und wie es ausschaut, zeigt sich die Sonne heute eh nicht. Da bin ich jetzt gerade über die Rechte gekommen. Gar nicht verkehrt, so ein kleiner dünner Eispickel. Ja, und jetzt ist mal wieder auf dem Normalweg. Ich steige jetzt auch über die Steppbergalm ab. Ist immer ein bisschen angenehmer, schöner als über St. Martins Hütte. Jetzt nehme ich euch noch kurz mit bis zum Gipfelkreuz und dann war es das schon wieder für heute. Ich bin jetzt hier oben am Kramergipfel und werde jetzt da Richtung Steppbergalm absteigen. Ja, man sieht es, es ist noch schön eingetreten. Also ich kann mich erinnern, es gab schon Mai, auch teilweise Anfang Juni, wo hier ähnlich viel Schnee war. Steilheit in dieser Rinne würde ich jetzt geben, mehrfach 35 Grad, gelegentlich 40 Grad und eine Stelle vielleicht maximal 45, 43, sowas in die Richtung. Steilstes Stück mit Sicherheit Ausstieg oben Richtung Wächte, also nicht wirklich die letzten 5 Meter, die waren zwar auch steil, aber auch der Weg zur Wächte hin, der war sicherlich so ganz knappe 45.
Aber so an sich bin ich größtenteils mit Stöcken hoch. Steigeisen habe ich an den Füßen gehabt. Wäre es ohne gegangen, kann ich schlecht beurteilen. Also ich habe ja wirklich auch darauf gewartet, dass es wirklich schön kalt ist, beziehungsweise einfach saufrüh los, dass, falls die Sonne gekommen wäre, die steht dann relativ schnell an in der Seite hier. Und man sieht es auch recht gut von der Webcam vom Wank aus. Da hat man immer einen Blick in die Wand rein. Und ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, was mich da erwartet. Dass man es auch mit Ski abfangen kann. Es wird relativ selten durchgeführt. Auch im Aufstieg relativ selten durchgeführt. Also Tiefkarspitze ist da schon deutlich mehr begangen. Oder die Mittagscharte hinten beim 12er. Das wird schon verhältnismäßig öfter gemacht als jetzt hier den Kramer. Und man muss auch sagen, der Steinschlaghelm, der ist super wichtig. Also ihr müsst überlegen, ihr geht halt in so einer Schlucht und links und rechts sind überall Berge. Das sind auch eventuell Wildtiere und es ist halt super brüchig. Das sind die Ammergauer Alpen und das bedeutet, ihr müsst da wirklich auch mit Steinschlag rechnen. Das ganze Gully war halt wirklich voll mit Steinen und teilweise groß, also man muss da aufpassen. Es waren Erdrutsche zu sehen, es waren Lawinenkegel zu sehen, große Lawinenkegel. Man muss aufpassen, dass man nicht einbricht in dieses Bachbett. Man bleibt relativ lange über dem Bachlauf. Da hat man, ja, je nachdem wie kalt es ist, dann vielleicht auch Gefahr einzuknicken oder durchzubrechen. Da müsst ihr aufpassen. Und ja, ansonsten natürlich ganz, ganz, ganz wichtig das Thema der Wächten da drüben. Das war im Endeffekt so, wie ich es mir jetzt aus den Bildern zusammengesucht habe. Also, dass der Teil vom Ausstieg rechts mehr Wächten hat. Es ist auch so meine Erfahrung. Und der Teil links, wo ich jetzt hier dann nochmal hochgekommen bin, da war es dann so, dass da eigentlich ja keine Wächten mehr gewesen sind. Also wäre ich jetzt hier hochgekommen, wären keine Wächten im Weg gewesen. Weiter rechts seht ihr da hinten, da musste man mal ganz kurz drüber. Das war jetzt allerdings auch keine Riesenwächte, die dann quasi beim Überklettern abbrechen könnte. Ja, man muss dann natürlich sagen, Wächten sind gefährlich. Und da passieren auch relativ schnell tödliche Unfälle, Mitreißunfälle und das Gewicht von so einer Wächte ist halt auch sehr hoch, dass die einen einfach erschlagen kann. Oder ja, wenn die mal abbrechen und kommen runter, dann ist natürlich auch schlecht, dann hat man ein Problem. Aber alles in allem, ja, ich weiß jetzt nicht, war jetzt mal schön da durchzugehen. Ja, man sieht es halt vom Ort aus, egal ob man jetzt vom Mittenwald reinfährt oder ist unten in der Stadt, man sieht halt relativ gut immer diese Rinne und ja, ich wollte es halt mal gehen und ich weiß jetzt nicht, ob ich das mit Ski abfahren würde, von der Steilheit sicherlich ja, weil jetzt kenne ich die Steilheiten, allerdings muss man halt dann sau viel tragen und ja, es wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, aber wäre jetzt nicht so, dass ich das unbedingt machen muss. Aufpassen, es ist eine gefährliche Tour, ich würde sie schon wirklich gefährlich einschätzen, allein objektive Gefahren, Steinschlag, Wächten, Lawinenkegel etc. Also wirklich, wirklich, wirklich vorsichtig sein. Ja. Also es ist nicht ohne und einfach auch früh dran sein. Nicht da irgendwie spät rein, sondern wirklich sehr, sehr früh rein, bevor da die Sonne ansteht oder tageszeitliche Erwärmung. Ihr müsst die Exposition bedenken. Und wenn man das alles beachtet, da muss man sich auch wirklich überlegen, ob das überhaupt Sinn macht für einen, ob das einem taugt und ja, müsst ihr halt selber entscheiden. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao!